Den Abstiegskampf haben wir angenommen. Wir hatten schon mal eine schlechtere Situation in die Hinrunde. Natürlich ist es jetzt nicht optimal, wenn man punktgleich steht mit Tabelle Nummer 17. In dem Sinn ist volle Konzentration gefordert von uns in die letzten 7 Spielen. Und in dem Sinn wissen wir, wie der Abstiegskampf geht. Wir kennen uns damit aus. Vielleicht nicht die letzten 2 Jahre, aber die Jahre zuvor. Dreifachbelastung ist für kleine Mannschaften häufiger ein Problem. Ist keine Ausrede, aber es ist Fakt, dass dadurch man mehr Belastung hat, mehr Wehwehchen hat, mehr verletzte Spieler auch hat. Und dann kommt eins zum anderen, dass man dann vielleicht nicht mehr 100% dann 90 Minuten Vollgas in der englischen Woche geben kann. Und so war es dann auch, dass wir viele Punkte hergegeben haben und nicht so gepunktet haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen werden, weil wir genug Qualität haben, weil wir auch wissen, oder schon oft in dieser Phase auch da unten drin waren. Und von daher behält bei uns auch jeder die Ruhe. In der Phase, wo wir auch nur 6 Punkte hatten nach 12 Spielen, haben wir auch unser Spiel vielleicht ein bisschen umgestellt, mehr auf die Defensive geachtet und egal, Hauptsache man musste irgendwie punkten und das ist jetzt eigentlich in den letzten 7 Spielen dann auch wieder angesagt. Also da geht es darum, Punkte einzufahren, egal wie. Natürlich am liebsten mit gutem Fußball, aber danach fragt eigentlich auch keiner mehr.